Dann will ich mal die beiden Produktionsketten jetzt wirklich hochziehen. Moment, da mache ich das. Kannst doch da hoch. In der Mitte, wo die Essen bekommen. Und dann können die oben produzieren. Ist ja jetzt egal, ob das unten oder oben ist. Und unten kann ich ja die Folterinstrumente alle machen. Ich habe vorher auf leicht gespielt. Ohne Kack. Ich habe vorher, glaube ich, 10 Dreck bekommen. Pro Feld, weil ich abgebaut habe. Jetzt sind das irgendwie nur noch 7 Dreck. Bei den Szenarien. Aber ich schwöre, dass ich vorher keinen Schwierigkeitsgrad gesehen habe bei den Einstellungen. Man hat ja einfach gespielt, das Tutorial war durch, hat man auch weitergeklickt. Das erklärt auch, warum das jetzt gerade alles so... also schwieriger scheint. Warum tue ich mir das überhaupt an? Dadurch dauert alles noch viel länger. Weil ich selbst ein Sünder bin. Ich denke, das ist nicht das Problem. Baut ab, meine Sünder. Wir brauchen Dreck. Haben wir vielleicht einen Sünder mal bekommen, der ein guter Koch ist? Ne, Maximus immer noch 2. Dexter, du kochst jetzt. Thank you.
20er Zyklus. Das kostet vom Leiden 150. Habe ich ja auch nicht. Mein Gott. So, die beiden können schon mal weg. Loop-Forschung, wie sieht's aus mit Wasserreiniger, Getränkespender. Dann wäre das alles nämlich auch schon mal effizienter. Ich frage, ist das bei Kaffee? Das ist auch so. Achso, nee, 300 wirkt das. 240. Boah, weil sind die Preise. Wer kommt eigentlich auf so einen Unsinn, ey? Entwickler, die den Spieler quälen wollen. Entwickler wollen den Spieler nicht quälen. Entwickler denken, sie haben eine gute Idee. Das ist das Problem daran. Ich habe eine gute Idee. Wir sollten das wie folgt machen. Ah, nee, war doch keine gute Idee. So, dafür gibt es keine Ressourcen mehr, also kannst weg. Wobei, stopp, den kannst du annullieren. Wir bauen einfach einen Frischwasserspender daneben. Also hier rechts. Lass mich raten, ihr habt wieder nichts zum Buddeln. Ihr müsst aber durchgehend buddeln.
Sonst bekommen wir einfach zu wenig Dreck. Ich sehe schon, Champignons wären zu wenig. Und Dexter ist auch mit dem Essen kochen überlassen. Ich komme gleich dazu, Leinen zu produzieren. Die verliert beim Essen Essen. Ja, muss auf Klo, da unten ist da eins. Geht doch einfach. Überlegen. David, komm mal her. Ganz gerne dahin. Dann machen wir uns noch ein bisschen angenehmer, damit die mehr Leinen produzieren. Neuer Sünder, dich will ich aber gar nicht hier haben. Deshalb bringe ich dich mal eben um. Okay, 8 und 11 pro Zyklus. Hallo Lazarus, grüß dich. Thank you.
So, ihr habt doch sauberes Wasser. Aber wir müssen auch mal eben die Upgrades machen hierfür. Dann sind wir nämlich schon auf 280 mit der Versorgung pro 10 Lebensmittel. Und das spart halt auch wieder viele Ressourcen ein. Warum habe ich eigentlich das Gefühl, dass es zu wenig Dreck gibt auf der Karte? Bei 2500, wir machen noch einen Feuerofen. Lohnt sich einfach mehr. Warum bist du in kritischen Zustand? Gehst nicht einfach was essen? Weil das Ding natürlich ständig voll ist. Und du sitzt auf einem dämlichen Stein und kannst deshalb gerade nicht weg. Doch, es gibt einen Weg, um wieder wegzukommen. Der müsst ihr euch aber erst rausbuddeln. Aber komisch, auch wenn es jetzt länger dauert und schwieriger erscheint, habe ich das Gefühl, das ist besser balanciert auf der Stufe. Weil du Essenz jetzt auf jeden Fall generierst, weil du musst Leute töten, weil du sonst die Hölle nicht managen kannst vernünftig. Weil sie einfach Ressourcen von dir fressen. Steht da nicht doof rum. Und du geh doch einfach was essen, wenn du Hunger hast. Tja, was macht man? Den Foodtruck verbessern? Oder das Herstellen vom Essen verbessern?
verbessere ich den Foodtruck erstmal. Da sind die ja auch schneller gesättigt. Tschüss, Marv. Kann man den Schwierigkeitsgrad jetzt noch verändern? Nö. Natürlich nicht, warum auch? Gibt kein frisches Wasser mehr für euch. Was ist los, Balthasar? Jetzt sitzt du da und guckst mich wieder an von unten. Dabei weiß genau, dass noch ein Stündchen ist. Pi mal Daumen. Das finde ich aber richtig kacke hier mit der, ne? Ja, super. Wer ist denn? So, da ist Sandra. Dass die Sünder als Bedürfnisse verlieren, wenn die gerade ein Bedürfnis stillen. Aber steht ja hier, eigentlich sollte das ja nur die Blase der Blase nicht Schaden zufügen. Also sie müssten schneller auf Klo gehen dadurch, dass sie leiden. Wenn du müde bist, geh doch ins Bett. Da stehen zwei leere Betten. Ach ja, bam 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 bam.
könnt ihr mal ein bisschen schneller leiden. Ich versuche hier Kapital zu machen. Sonst im Chat alles okay bei dieser Grundentspannung. Achso, elf Leiden. Ja, bleibt ja beim Leiden. Nur der Zyklus verändert sich und die können länger leiden. Für das Upgrade. Boah, Leute, kann doch nicht wahr sein. Mir sterben jetzt die Sünder weg, weil die einfach zu doof sind dafür. Sind einfach zu doof, sich zu ernähren oder Futter herzustellen. Weil es keinen Job-Rotation gibt hier in der Hölle. Das Spiel bereitet mir Kopfschmerzen inzwischen. Du auch, Balthasar. Du tust, als wenn wir vorhin noch nicht draußen waren. Aber vor allem mein Dreckwert geht ja auch schon wieder runter. Kann mal jemand anders kommen zum Kochen wieder? Das kann nicht deren Ernst sein. Also es ist ja... Man hat ja die nächste Nahrungsmittelstufe schon. Man müsste so viele Leute abstellen, Nahrung zu produzieren, dass das einfach nicht funktioniert. Ey, man muss sich mal vorstellen, auf einem schweren Schwierigkeitsgrad, also den Schwierigkeitsgrad darüber, wird das ja noch knapper bemessen. Und dann stehst du ja noch mehr die ganze Zeit in der Scheiße, weil du die Leute nicht versorgen kannst.
Man hat einfach den Grill schon maximal geupgradet und es reicht ja trotzdem nicht für die Anzahl von Sündern. Ganz abgesehen, dass die Champignon-Farm ja immer weiter Dreck verbraucht. Was ist los, Schatzi? Ich rede natürlich nicht mit euch, sondern mit dem Hund. Ja, das Spiel selbst ist auch eine Hölle für einen selbst. Wie kann das sein? Ohne Scheiß ist kein Gesünder mehr eingeteilt dafür. Für Essensproduktion. Es reicht mir. Ich mache jetzt mit der Story weiter. Da hinten jemand drüber gehen und das Ding abbauen. Dann passiert wenigstens irgendwas Schreckliches mal. Leg dich hin, Mäuschen. Ja, Mops schaut wieder zu. Mother of Godlessness! We sprung a leak! We're sinking! Ja, meine ganzen Sünder haben jetzt Sauerstoffmasken. Beziehungsweise Schnorchel. Na toll. Das macht die Sache jetzt nicht besser. Spiel, sagst du mir was, was ich zu tun habe? Ja, überall Wasser. Well, maybe I'm overreacting. Turns out talking underwater isn't a big deal.
Weird. We do, however, need to plug this hole before Lilith comes back. Maybe we have an artifact that can help with that. Bestimmt, irgendwo. I'll go get help. We can't screw this up. What have you done? Didn't I tell you to be careful? Explain yourself at once! Das war schon so, als ich hier angefangen hab. I'm sorry, your wretchedness, but it's not our fault. As soon as we started drilling, those crystals just went kaboom! They may be telling the truth, Lilith. And where have you been? Funny thing. Someone sent me a flask of some delicious-smelling concentrated suffering. I tried a taste and immediately went tits up. Normally, I can hold my drink, but I think someone spiked it. As soon as I figure out who sent it, I'm going to rip them a new butthole. But right now, we need to stop this flooding before it pisses off you-know-who. Here, take my old tools. Maybe they'll help. In the meantime, I'll find a way to fix this fudge up. Do it and do it now. Your lucky Lucifer isn't home or he'd probably tear off your nuts and dribble them like little basketballs. Believe me, that is not something you want to experience. You don't think so? Sounds kind of fun. Just get back to work, you weirdo. Dafür muss ich erst die Gruft bauen. Die jetzt irgendwie 1500 Leinen kostet. Aber es ist ganz süß, dass sie jetzt alle diese Tauchermasken tragen in der Hölle. Aber auch komisch, dass eine Feldküche unter Wasser funktioniert. Habt ihr wenigstens keinen Durst mehr? Weil ich an den Tränen lahmen können. Verlieh die Sünde aber nur, weil die doof sind, weil die ihre Bedürfnisse nicht stillen.
Das ist einfach so schrecklich, weil sie ständig irgendwo rumstehen und ständig irgendwas zu tun haben. Warte. Machen wir jetzt fit. Ich brauche jemanden wegen Essenzen. Dann geht's jetzt noch auf Toilette. Dann opfern wir dich dem Höllenfürsten. Darf ich nicht durchgraben? Ach, verflucht seist du, Spiel. Der bringt 2 alle 25 Sekunden. Also egal, was ich mache, es würde nicht ausreichen für die 2 Kochstellen. Denkst du, es ist warmes oder eher heißes Wasser? Es ist eher wohl temperiertes Wasser, weil es ja ein Tränenmeer ist. Oh, endlich, ich habe Essen auf Reserve. Wie auch immer das passiert ist. Mit 2 Feldküchen werden wir der Sache endlich her. Die Leute zu versorgen. Also 2 Feldküchen auf höchster Stufe. Extraktion von schmutzigem Wasser aus Dreck.
Wasser und 8 Dreck in 20 schmutziges Wasser umwandeln. Ist aber eh alles so teuer. Auch da, ey. 2000 Leiden. Die spinnen einfach. Bluter, 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 Feuer, 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 Feuer. Also ich sollte auf jeden Fall noch jemanden haben, der im Feuer leiden kann. Das wären 2500, das habe ich nicht. Also gerne nochmal einen Ofen.